Und damit, okay, Leute, was geht und herzlich willkommen zu New Super Mario Bros. Für den Nintendo DS. Ganz genau, beim letzten Mal haben wir Welt 4 gemacht und noch was aus Welt 2 nachgeholt. Und dementsprechend geht es heute direkt rein in Welt 5. Und in der letzten Folge haben wir auch schon den 100% gebrochen. Wir werden das Game auf gar keinen Fall zu 100% durchspielen. Oh ja, das ist ein cooles Gimmick mit dem Schnee. Das möchte ich ganz kurz appreciaten. Das möchte ich in neueren Spielen auch, Nintendo. Kommt der Schnee nicht mehr. Hier ist auch nochmal Schnee. Und funktioniert wie Treibsand. Das war schlecht. Funktioniert tatsächlich wie Treibsand. Wenn ich immer alle Gegner töten könnte, kann ich euch mal das zeigen. Zack. Ihr werdet hier in Schnee eingepackt und müsst erst wieder aufstehen. Und ich finde, dieses Gimmick ist so genial. Also wirklich, das ist spaßig. Nein, 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 nein. Ah! Die Kugel wird immer größer, sehe ich das richtig? Ja! Wie nice. Heißt jetzt aber nicht, dass ich von jedem Schneeding getroffen werden möchte. Bitte, 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 bitte. Oh, yes! Das ist die zweite. Die können wir jetzt sogar sterben, wenn ich das richtig sehe. Der Schnee hat nämlich keinen Boden mehr und... Ja, das ist simpel für mich. Mit einer Feuerblume maybe ein bisschen unfair. Aber hier werde ich Starcoin. Zack, zack. Wohin wirfst du? Ja, nur nach da unten, das interessiert mich nicht. Nein! Wir wurden doch einmal getroffen. Okay, dann ist es jetzt doch passiert. Ja. Anscheinend auch zweimal. So, da ist er weg. Das ist der größte Betrug meines Lebens. Aber wir haben es auch hier ins Ziel geschafft, Leute. Ich hoffe, wir schaffen heute Welt 5. Und ich bin wirklich in 8, 9 Videos mit dem kompletten Game durch. Das wäre mega cool. Wenn das Video kommt, hoffe ich, dass nebenbei gerade zwei andere Let's Plays laufen. Einmal Stray und einmal noch ein anderes Let's Play. Dieses Secret LP. Ich hoffe, dass die jetzt gerade nebeneinander laufen, weil sonst bin ich traurig. Ah! Ja. Oh, an das Level erinnere ich mich. Das habe ich so häufig gespielt. Ich weiß nicht mal warum. Also das da oben ist ja mal anders, Sass. Hier sind nur Coins. Aber ey, schön, dass Nintendo daran gedacht hat, dass es auch so Leute gibt, die versuchen hier hochzuspielen. Aber hier gibt es natürlich keinen Secret. Keine Secret Passage. Passager, Passage oder sonst irgendwas. Flap, flaps. Wie oft musst du denn bitte? Ja. Wow! Sorry, ey. Also, ich fände es gut, ich hätte den Knopf, mit dem ich auf den Touchscreen drücken könnte. Wie oft soll ich denn hier werfen? Hä? Vor allem, warum war ich gerade geduckt? Ich habe nicht ducken gedrückt. Ich weiß hier nichts mehr. Nee, ich muss hier weg. Oh, hier ist die Mittelflagge. Was für mich jetzt natürlich wieder gut ist. Man könnte da hochkommen. Mal hier einmal den Block aktivieren. Der gibt mir eine Feuerblume. Und dann den Block hier, damit er wegfällt. Nee, wir brauchen die nicht hier. Wir brauchen den hier tatsächlich. Nein, nicht hier. Hallo! Komplett verbuggt das Game. Unwahrscheinlich. Hier rein. Nö. Ja, dann sorry. Ah, um da hochzukommen. Okay, ich verstehe. Das Eis ist hier rutschiger als, als in jedem anderen Teil, meiner Meinung nach. Oh, wir müssen uns hier einreihen, okay. Wieso können die eigentlich nicht sterben? Wenn ich jetzt mit einem riesengroßen Flammenwerfer anfange, auf Käfer einzudingsen, verbrennen,
Ich will es jetzt nicht ausprobieren, ob das stimmt, meine These, aber safe. Yo, ein Shroom. Und da geht's doch safe nach oben. Nein? Okay. Ach, warum springe ich auch so weit, Mann? Und der Flap-Flap ist immer noch da. Warum kann ich hier stehen? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Wir wollen weiter. Okay, der Flap-Flap fliegt da lang. Wild nach hier oben und gucken, ob ich in die Röhre kann. Ja, kann ich sogar. Das ist kein Secret Exit. Ein weiterer Secret Exit. Wie gesagt, ich feiere Secret Exits nicht mehr so, weil ich weiß, ich muss das Level jetzt nochmal von vorne spielen. Aber okay. Na dann. Wir können ja hiermit mal gucken, was noch alles auf uns zukommt. Aha. Und ich mach ganz kurz das Level. Schau noch, wo die zweite Starcoin ist. Bis gleich. Meine Vermutung war richtig. Ihr müsst mit dem Trampolin nochmal legit... Wer bist du denn? Zurücklaufen und... Ist mir doch egal, Mann. Ist mir nicht egal. Oder? Doch, bist du. Schönen Tag noch. Genau, was das für ein Gegner war. Wahrscheinlich so ein Geldfrosch oder wie auch immer die heißen. Aber ihr müsst das Trampolin ganz nach links bringen, um dann im Endeffekt hier weiterzukommen. Und hier würde ich euch sowieso empfehlen, oben lang zu gehen. Also unten ist ja nur für die Coins. Oh, und wieder. Nein! Nein! Mann, warum ist das Game so? So, und an der Stelle würde ich jetzt sagen, geht es für uns hier weiter. Und wir schauen uns mal an, was hier noch so kommt. Weil ich glaube auch nicht mehr viel, ja. Krass, das hat sich mega gelohnt, dieses Level zu spielen. Also jetzt nochmal ein zweites Mal. Beziehungsweise euch das jetzt nochmal reinzuschneiden, so rum. Oh, ich kann auch hier noch hier ein bisschen die Kamera bewegen. Cool. Cool, cool, cool. Okay, wir haben natürlich alle drei Starcoins, auch wenn wir die 100% nicht voll machen werden. Wir könnten aber theoretisch schon ins nächste Level gehen. Schauen uns natürlich aber hier noch erstmal das untere an. Auf jeden Fall saven. Ja, richtig. Und dann schauen wir uns das nächste Level an. Welt 5a. Let's go. Okay, hier sind die Pilze, die größer und kleiner werden. Aber seht ihr, ich wusste, dass es die auch hier in dem Game gibt. An der Stelle hier aber auch gar keinen Stress mit diesen Pilzen haben. Und wir steppen hier ganz easy durch, habe ich gehört. Uiuiui. Hier gibt es... Das ist ein bisschen arg. Warum ist hier so Boden? Oh, für die Starcoin. Uiuiui. Die Starcoin. Oh, oh, hier nochmal aufpassen, da könnt ihr dir runterfallen sonst. Hier wird nochmal gesprungen, bei Feuerbälle reingeworfen. Immer warten, also wirklich, lasst euch Zeit dafür. Hier ist halt schlecht, wenn noch einer drauf ist, der wird dann zu euch gezogen und ihr werdet wahrscheinlich zerquetscht. Okay, wir haben doch was in den Blöcken, ich dachte schon. Ich springe da am liebsten nur, wenn die ausgefahren sind, ganz ehrlich. Da ist ein Starcoin. Warum ich die nicht mitnehmen sollte, weiß ich nicht. Uns fehlt die zweite? Okay. Ich weiß nicht so ganz wo, aber wir schauen uns das Level auf jeden Fall nochmal ganz kurz an. Ah, okay. In diesem sehr, sehr schwer zu erreichenden Block befindet sich eine Ranke, die uns nach oben führt. Nein. Wobei.
Ja, okay. Man darf hier oben diese Blöcke nicht wegmachen und dann ist die Starcoin, glaube ich, easy erreicht. Oder? Das betrifft jetzt nur so dumme Leute wie mich. Okay. Dann, ihr wisst, wo die Starcoin ist. Ich hole sie jetzt ganz kurz offcam nochmal nach und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da wären wir wieder in einem erneuten Tower. Und ich habe keine Lust auf Tower. Aber ich muss sie ja trotzdem machen. Und dann ist es auch noch so einer. Mit Kugeln wahrscheinlich, die hin und her rollen. War irgendwie auch zu erwarten. Eine geschenkte Starcoin auf dem Weg. Wenn alle so sind, feierbar. Feierbar. Was ich auch nicht feiere, ist, dass hier so viele Geist drauf sind. Jetzt auch alle wieder. Starcoins sind actually geschenkt. Finde ich actually gut. Dass hier jetzt zwei solche Kugeln sind, finde ich actually nicht gut. Dass hier drei so Kugeln sind, finde ich actually nicht gut. Eine geschenkte Starcoin. Oh ne, wo muss ich hier hin? Hätte ich nach links gemusst. Nee. Aber wir sollten sie los sein. Oh, auf einmal so leise. Hä? Das war's? Okay? Das war aber mehr als ungeschickt. Oh nee. Oh mein Gott, das war so knapp. Und down. Das war actually gerade knapp. Aber gut, das war ein kurzer Tower, der war nicht schwer. Wir haben alle drei Starcoins. Mein Lieblingstower. Wir wurden nur einmal getroffen, sind nicht achtmal gestorben, so wie in den letzten Folgen. Schaut auf jeden Fall die letzten Folgen an, sind oben auf dem i verlinkt. Ich weiß gar nicht, ob das hier ist oder auf der anderen Seite. Nee, ist hier oben. Okay. Ach ja. Safen auf jeden Fall. Möchte ich auch noch gerade tun. So. Mittlerweile kriege ich auch die Tastenkombination hin. So, hier geht es einmal nach unten und einmal nach oben. Hier brauchen wir wieder 5 Starcoins. Wir haben fast 100 Starcoins. Finde ich gut. Welt 6, und, Welt 6, 7 und 8 müssen wir noch machen. Aber 100 Starcoins, ich glaube, damit kommen wir gut durch. Welt 5, 3. Nicht vergessen, in diesem Castle müssen wir wieder mit dem Minipilz zweimal durch, also einmal durchkommen und einmal ohne Minipilz. Um Welt 7 wahrscheinlich freizuschalten. Schön vorausschauendes Fahren. Wir haben safe was verpasst. Also, ja. Oh, warte mal. Hier befindet sich die erste Starcoin. Oh, da ist sie. Ja, das ist die entweder die letzte. Ja, oh mein Gott. Okay. Die kann man nicht angreifen. Okay, komm. Ganz ehrlich, das probieren wir nochmal von vorne. Nee. Da will ich gar nicht groß irgendwie Gelaber haben. Wir sind an zwei Starcoins vorbeigelaufen innerhalb von 5 Sekunden. Weil das Game einen dazu verlangt. Ich wette, wenn ich es nicht besser wüsste, dass wir nach da oben müssen. Für mindestens eine Starcoin. Welche ist das? Die erste. Dann ist ja gut. Ich möchte hier Wandsprungmäßig. Nein! Mann, das macht keinen Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir sind wieder back. Da hoch dürfen wir nicht.
krassestes Versteck of all time für eine Starcoin. Ja, du bist komplett unfair platziert. Bevor ich da runtergehe, nehme ich doch lieber eine Fireflower. Natürlich, komm. Aber jetzt Unverwundbarkeitsphase dann durch da. Okay. Und die Zielflagge mitgenommen. Wunderbar. Zwar kein One-Up kassiert, nicht ganz oben, aber das ist auch weird. Du musst an die Fahne ein Stück höher springen, als sie eigentlich ist. So. Welt 5b. Ich setze hier kurz ein Safe State. Sicher ist sicher. Und wir schauen uns das Ganze doch mal an. Interessantes Level-Design. Block, Loch, Block, Loch, Block, Loch. Oder eine andere Einheit, maybe. Oha. Klar fällst du runter, genau in dem Moment, wo ich da langlaufe, nicht wahr? Das stand so im Skript. Und hier ist ein Unsichtbarer. Wie kommst du hier hoch? Du machst keinen Sinn. Oh mein Gott! Müll spielen. Müll. Und tot. Nein. Cool. Was habe ich davon, hier gegen zu? Krass. One-up. Danke. Nein! Okay, okay, ich bin überzeugt. Ich muss hier safe staten. Das ist ja... Okay, muss ich doch nicht. Ja, okay. Das... Wie? Also wirklich... Wie hoch? Ich will die Feuerblume testen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen 2-Zentimeter-Sprung nicht schaffe? Hier war... Hä? Also manchmal ist das Spiel halt auch wirklich anders kaputt. Der Block jetzt weg. Der P-Switch. Dafür habe ich den Safe State. Egal, egal, interessiert mich nicht. Ich habe meine Fireflower. Lauf. Okay. Timing ist eigentlich easy, wenn man sich nicht so dumm anstellt wie ich. Ich kann mich erinnern, dass man an irgendeiner Stelle bei diesen Viechern nach unten kann. Das war eine geschenkte. Das war eine geschenkte. Wieso ist denn dieser Sprung von hier nach hier drüben so unmöglich? Sorry, ich nehme ja schon Anlauf, um einen Zentimeter springen zu können, aber... Ich truste hier gar nichts. Ich gehe hier oben lang. Oha, was ist da oben? Wir müssen das ganze Level mit einem Panzer machen für den Secret Exit. Ich fühle mich zutiefst veräppelt. Mann, warum? An der Stelle. Ja, was soll ich machen? Wo kriege ich denn einen Panzer her? Ah. Ich weiß, woher. Indem ich das Minigame hier 10.000 Mal mache. Und mit Glück den Panzer bekomme. So, dann lass uns mal gucken, wie es ganz funktioniert. Ich mache das smart. Ich safe state das Ganze. Genau aus solchen Gründen. Perfekt.
Und den Panzer nehme ich jetzt mit bis ans Ende des Levels und dann schauen wir an, was sich da befindet. Bis gleich. Natürlich spawnt hier jetzt so ein roter Fragezeichenblock. Und genau der hat auch einen Panzer drin. So, und was sich jetzt hier befindet, sehen wir endlich. Denn wir sind hier mit dem Panzer. Und mit wie viel Speed muss ich da ankommen? Okay. Darf ich sagen, trotzdem manchmal ein bisschen scam das Ganze? Aber egal, wir sind durch. Und hier, wenn sich jetzt hier nichts Sinnvolles befindet. Okay. Gibt hier legit einen Secret Exit? Ja, den haben wir jetzt auch. Oh, Mann. Oh Gott. Okay. Dann machen wir direkt weiter. Ach, der war nur für die Röhre. Wohin bringt uns die Röhre? Ah, ans Schloss. Secret Exits in dem Game, echt cool. Ähm, 5C, da befindet sich ein Hammerbruder auf dem Feld. Und ich möchte euch gerne zeigen, was der kann. Und zwar, seine besondere Eigenschaft ist es, dass er einfach am Anfang des Levels sich befindet. Das war. Das war's, genau. Ich hasse diese Boxviecher jetzt schon. Die kommen im Geisterhaus, glaube ich, sogar vor und. Nee. Feier ich gar nicht. Hallo? Wieso kann er mich eigentlich durch die Wand sehen? Wir uns mal darüber unterhalten, dass der Sachen sieht, die ich nicht sehe. Wetten, hier sind Stingblöcke und wir müssen einen dahin bringen. Ich hätte ihn nicht töten dürfen, oder? Oh, bitte respawn. Ach komm. Ey, was ist das? Nee, nee, so macht. Also, egal was du machst, aber so macht es keinen Spaß. Mario, du könntest einfach mal nach da oben hüpfen. Da wäre einer gewesen, aber der schafft es nicht. Hat sich voll gelohnt. Okay, also hier ist eine Starcoin, die wir nicht bekommen können. Weil ich dafür das Level neu starten müsste. Da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, als nächstes gehen wir hier hoch und hier oben befindet sich der Secret Exit, habe ich gehört. Da befindet sich noch eine Starcoin. Die nehme ich doch mit, komm. Ey, wenn das jetzt wirklich so dumm ist, dass dieser Käfer nicht respawnt. Dankeschön. Werfen einfach, ja. Okay, wir gehen wieder back. Nach oh, das! Der hat sich hochtele... Da ich brauche mich gar nicht erklären, wirklich. Ach, er kann die auch zerstören. Okay. Natürlich hat sich gelohnt. Ich muss bestimmt einen wieder bis mit ganz nach hinten nehmen. Nein, muss ich nicht. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay, zwei Starcoins verpasst. Die eine holen mir nach, die andere habe ich keine Ahnung, wo sie ist. Da gucke ich gleich noch nach. Und Ziel! Kurzer Cut. Ich hole die erste Starcoin. Ich vermute an der Stelle, dass sich die Starcoin in diesem Endstück befindet mit den roten Blöcken irgendwo. Habe sie jetzt aber auch nach 3-4 Mal Spielen nicht gefunden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt ins Geisterhaus. Auch wenn ich darauf noch weniger Bock habe. So kann man die auch instant töten, finde ich. Wie komme ich jetzt hier zum Beispiel unten lang? Okay. Stimmt, irgendwas Wichtiges. Finde, I guess. Nur Coins. Und hier. Tschüss.
Warte, war hier was? So sass aus. Scheinbar nicht. Natürlich kommst du hier hoch. So, aber er ist tot. Guys. Und hier oben befindet sich wahrscheinlich die erste Starcoin. Dankeschön. Während der Typ da oben irgendwelche wichtigen Blöcke kaputt macht. Dankeschön. Kann man hoch. Okay. Da kommt man schwerer hin. Das kann nicht euer Ernst sein, wollte ich sagen, aber das war ja mega easy. Also was heißt mega easy? Aber es sah mega easy aus, Guys, nicht wahr? Hello, my f... Komm, komm, ja, zeig mir, was du kannst. Ra! Ja, da ist er weg. Okay, immerhin. Hier noch ein gutes Item. Perfekt. Dich wollte ich eigentlich nicht zerstören. Egal, der wird schon nichts Wichtiges bewacht haben. Ja, das hier. Oh, oh, oh. Ah, hier ist noch mehr als nur eins. Hallo! Ey, Mario schafft es aber auch nicht, einen Wandsprung zu machen. Was hat mir das jetzt gebracht? Aha. Ja? An der Stelle kommt dann einfach nichts mehr, oder? Also, ich hab's hier auf Video. Hier ist nichts, okay? Ich kann hier auch... Ah! Ja, genau! Nintendo! Ihr könnt nicht mal! Ah! Ihr müsst euch da ducken! Es macht ja auch Sinn! Nintendo, ihr seid... Also, ihr seid der letzte Betrug der Welt. Wirklich. Oh, ich sag's euch. Was ist denn los? Fällt manchmal an. Weird. Hier kann man, glaube ich, noch nicht durch... Eieiei! Fand ich. Bin mir sicher, man muss hier irgendwo links oder rechts rein. Nicht durch die Wand, weil das kann man in dem Game noch nicht. Oh mein Gott! Nee. Ah, das sah so aus. Nein! Das... Hä? Warum wird der Reset? Hä? Ah, und hier ist der Levelausgang. Okay, aber ich weiß, wo die letzte Starcoin ist. Deswegen kann ich die ganz kurz nachholen. Das ist nicht... Das ist Secret Exit? Ich muss das Level noch zweimal spielen. Aber wir haben die Kanone, die wir uns gleich anschauen. Ich kümmere mich jetzt erst um den normalen Exit und um die zweite Starcoin. So, hätten wir das. Bin ich hier durch. Was muss ich hier machen? Hier hoch, was bringt mir das? Hier ist die Starcoin, oder? Nein, hier ist der Weg, den ich gehen muss. Hier ist die Starcoin. Let's go. Ich bin mir sicher, man kommt an der Stelle nicht mehr runter. Oh doch, vielleicht schon. Aber ich muss das Level nochmal für den normalen Exit spielen. Aber das geht ganz schnell tatsächlich. So, der normale Exit geht vermutlich dann hier oben weiter. Oh mein Gott, das war knapp. Und wahrscheinlich einfach diese Treppen hier rauf. Und hier ist auch nochmal so ein fahrendes Ding. Okay. Mal gucken, was das macht. Ich fand das nämlich voll witzig vorher, weil mich das voll erschreckt hat. Aber das sieht auch eben nach so einer... Ja, ja, scary Plattform aus. Ihr müsst hier gar nichts machen, bleibt einfach stehen. Euch kann nichts passieren. Ja, und dann fährt es wieder hoch. Hier könnt ihr jetzt nichts mehr verpassen, wahrscheinlich. Schließlich haben wir schon alles. Okay. Du gehst mal weg von meiner Lieblingstür, ja? Wir sind uns einig! Dann sind wir es, dann bin ich es auch mit dir. Was? Okay. Hier ist der normale Exit. Let's go.
Wunderbar. Hätten wir das auch gelöst. Ich will mal ganz kurz gucken. Wir haben mittlerweile fast 16 Uhr. Als ich angefangen habe, war 14 Uhr. Ja. Schon wieder fast eine Stunde. Das macht keinen Sinn. Ach nee, um 13 Uhr habe ich angefangen. Um 13 Uhr war ich hier. Sorry, um 13 Uhr. So, wir schauen erstmal in die Canon, wo uns das Ganze hier hinfeuert. Wir wollen uns ja ein bisschen so einen kleinen Sneak Peek machen. Oh, ich glaube, das sieht nach Welt 8 aus. Der letzten Welt. Yeeha! Guys, Shazam, schießen wir uns los. Eine Münze noch und wir kriegen ein One-Up. Ich werde sowieso auf jeden Fall noch ein paar One-Ups farmen. Da seht ihr die letzte Welt. Mehr werde ich an der Stelle nochmal nicht spoilern. Noch nicht spoilern. Es ist tatsächlich keine Lava-Welt. Woran das liegt? Hier hat das Game auch gespeichert. Dann tue ich es hier auch gerade mal. So, hier haben wir jetzt aber alles, oder? Das da unten brauchen wir nicht. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier können wir durch. Hier können wir hoch. Hier können wir rechts. Und kommen zu 5-4. Ich wollte gerade den Levelnamen vorlesen, aber die Level haben ja damals noch keinen Namen gehabt. Und es sind die Pilze, die nach unten gehen. Ich dachte, es gibt auch welche, die nach oben gehen. Okay. Will ich wissen, was hier drunter ist? Ein schöner Block mit allem drinne. Der hier geht nach oben. Ja. Tatsächlich, ich würde sagen, eines der schwereren Gimmicks. Weil man hier halt immer in Bewegung bleiben muss. Oh, woher kommt das? Hier ist nicht mal eine Kanone. Hä? Und lasst euch Zeit bei sowas. Ich weiß, es ist Scrolling, aber bei sowas lasst euch Zeit. Also denkt über jeden eurer Sprünge 2-3 Mal nach. Ja. Achso, beide Starcoins sind hintereinander, Guys, aber für die zweite brauchen wir einen Mini-Pilz, den wir in diesem Level gar nicht bekommen. Außer? Nein, nicht möglich. Hätte sein können, sah so aus, ist nicht möglich, Guys. Lasst euch von sowas nicht abschrecken. Ich hole die Starcoin gar nicht, weil das ist unfair. Aber ihr wisst, wo ihr sie findet, ihr wisst, wie ihr sie bekommt, dann ist gut. Aha. Ich wollte nämlich noch gar nicht hoch. Will ich hier rein? Ja, eigentlich nicht. Ich finde, die Eiswelt hat, also diese Welt 5 hat ein echt schönes Snow-Theme. Oh, nee. Okay, doch. Da einfach leicht die Kontrolle. Ihr könnt einmal so springen und wenn ihr leicht drückt, nur so. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber natürlich kann der auch seine Spur wechseln. Wenn wir ihm natürlich einen neuen Weg bauen. Okay. Hier runterzufallen wäre eine Schande. Deswegen mache ich es hier kurz und schmerzlos schnell ins Ziel. Bevor hier noch irgendwas Schlechtes passiert. Und ich deswegen einen neuen Monitor brauche. Das wollen wir ja nicht, Guys. Wir bleiben gelassen und ruhig. Erstmal. Und jetzt kommen wir zum lang ersehnten Castle der 15. Welt. Wir spielen es einmal komplett normal durch und einmal dann mit dem Mini-Pilz. Oder ich nehme ihn mir einfach bis zum Schluss mit. Oh, ich erinnere mich an das Castle und das Castle ist auch mega cool. Die Castles finde ich alle mega cool. Hier gibt es noch keine... Stimmt, hier gab es noch keine Eisblumen, Leute. Genau, hier fahren die ganze Zeit auf den Fließbändern. Fahren euch Pflanzen entgegen. Weg hier. Ist nix, okay. Hier können wir uns Zeit lassen. Ja, zack. Ja, das ist echt eng an der Stelle. Feuerblume mitnehmen. Die Schein ist für uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommen die unendlich? Oh nein! Oh mein Gott! Das war anders krass.
Ich nehme das trotzdem mit, das Trampolin. Man weiß nie, wofür man es braucht. Das war komplett unnötig an der Stelle. Ich brauche eine Feuerblume. Ganz dringend. Ich möchte mein Trampolin wieder. Sind beide down? Ja, und hier ist jetzt unsere Chance auf einen Mini-Pilz. Ja, guys. Ich save hier. Damit ich nachher das ganze Level nicht nochmal von vorne spielen muss. Warte, ich save hier. Das ist viel smarter. Dann habe ich es nachher einfacher. Ist es okay für euch? Es ist nur der Anfang des Levels und ihr habt gesehen, der Anfang ist nicht schwer. Gut. Ihr habt eh nichts zu sagen. Ihr könnt gar nichts sagen. Seid nicht im Video live dabei. Also, könnt ihr mal wütend in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet oder nicht. Okay, wie man da hochkommt, sagt... Ein Trampolin. Schnell zurück. Ich will mein Trampolin. Es ist despawned. Okay, Guys, an der Stelle brauchen wir auch noch das Trampolin. Oh, dann spiele ich das Level nachher nochmal komplett von vorne. Also man kann nach da oben, seht ihr das da oben? Jetzt neben der 9 hier oben ist ein Spalt, durch den man durchkommt mit dem Trampolin, bin ich mir sicher. Ja, und dann geht es da auch runter zur dritten Starcoin. Das heißt, das müssen wir sowieso nochmal machen. Und genau. Jetzt kommt erstmal der Kampf gegen Mutant Tyrannia. Als Mini-Pilz. Genau. Ach ja. Ich weiß nicht mal, was ihre Angriffsmuster sind. Zwei Treffer reichen? Actually, das klingt nicht so schwer. Genau, eben hier ist wieder dieser kleine Spalt, wo wir runterfallen können. Das führt uns jetzt erstmal in Welt 6 und Welt 7 schalten wir gleich frei. Bis dann. Okay, Guys, ich bin oben. Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. An der Stelle, sorry, aber Safe State ist drin. Ganz wichtig auf jeden Fall. Und zack, was gibt's hier? Eine Feuerblume. Na, auch schön. Erster Treffer. Was macht das Ding? Ich kenne sein Angriffsmuster nicht. Aber ich mache einfach ein paar Mal das Gleiche. Wird schon richtig sein. Okay, nächster Treffer. Sorry, aber muss. Vielleicht schaffe ich es jetzt auch direkt. Nein, schaffe ich nicht. Aber genau für solche Fälle habe ich dann das hier. Ich mache das safe nicht 500 Mal. Wie sehe ich denn aus? Also ganz ehrlich, nee. Das ist auch todesunfair. So. Also sorry, aber nachdem ich das ein paar Mal probiert habe, macht's auch keinen Spaß. Also was heißt paar Mal, wie oft habe ich es jetzt probiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht schneide ich es auch gar nicht raus, dann seht ihr, wie oft ich es probiert habe. Aber wahrscheinlich schneide ich es raus. Und da geht's in Welt 7. Wunderbar. Die wird dann jetzt auch schon gespoilert. Eine Wolkenwelt? Wie cool. Okay. Aber beim nächsten Mal steppen wir in Welt 6. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Like.